Hey und damit ganz herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Folge der Redstone-Schule und diesmal scheinbar ohne die... Ach, da ist er ja. Er versteckt sich im L, der liebe Busch. Also doch mit dem lieben Busch. Gucken wir mal, wenn ich hier so ein bisschen mich drehe. Guck mal, da sieht man ihn in der Ecke. Er kann sich nicht verstecken. Okay, wir wollen euch heute ein paar spannende Dinge wieder zeigen und dafür hüpfen wir dann gleich einfach mal hier raus. Und da sind wir auch schon auf dem Gelände der Redstone-Schule, wie immer. Wir haben hier ein paar schöne Sachen vorbereitet. Und ich glaube, ich lasse den... Was machst du denn da, Busch? Er sagt nichts. Nichts. Sehr schön. Hallo, Hedgie. Schön, dass du dabei bist. Hallo. So. Wir haben hier eine Leitung. Leitung. Leitung ist das Thema, genau. Wir wollen euch zeigen, was für Arten von Leitungen es gibt, beziehungsweise wie man Redstone-Leitungen verlegen kann, wie man es vielleicht nicht machen kann, worauf man achten sollte und wie man es vielleicht auch schafft, Leitungen eng beieinander zu legen, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen oder stören. Und das Ganze fangen wir mal an mit der ganz klassischen, einfachen Leitung, die wir hier vorne haben. Einfach eine gerade Redstone-Linie, die kann auch um die Kurve gehen oder sich irgendwie aufzweigen, aber letztlich eine ganz einfache Linie auf den Boden gelegt, die ein Signal überträgt, die Stärke 15 kennt er bereits und so weiter. Da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. So, dann hat der Busch hier noch was hingebaut. Da haben wir nämlich Redstone, das ein Stückchen nach oben steigt. Also auf einen vollen Block aufsteigen ist für Redstone kein Problem. Dann haben wir hier Redstone, das einen Block nach unten steigt. Einen vollen Block nach unten steigen ist also auch kein Problem. So kriegen wir eine Leitung grundsätzlich schon mal nach oben oder nach unten. So. Dann haben wir hier ein ganz interessantes Prinzip, weil ihr seht, hier ist kein vollständiger Block mehr. Trotzdem steigt das Signal nach oben. Man sieht keine Verbindung, aber das Signal geht nach oben. Warum ist das so? Letztlich wird von Redstone dieser Half-Slab in diesem Fall hier ausnahmsweise einmal behandelt wie ein voller Block. Warum das nicht immer so ist, das seht ihr im nächsten Punkt. Hier geht das Signal nicht nach unten. Woran liegt das? Hier beim absteigenden Signal wird es eben nicht wie ein vollständiger Block gesehen, denn das Signal ist hier ja bereits oben drauf, geht hier rüber und geht in keinen Block rein, während hier das Signal quasi in den Block einfließt. Ja, und somit können wir das Signal zwar nach oben steigen lassen, über ein Half-Slab, aber nicht nach unten steigen lassen. Anstelle eines Half-Slab geht hier beispielsweise auch eine Treppe. Oder so. Genau, Treppen verhalten sich in dem Fall identisch. Genau, solange eben die gerade Fläche der Treppe oben ist, sodass man das Redstone-Signal drauf platzieren kann. Genau. So, dann haben wir hier Glowstone plötzlich. Warum bauen wir denn jetzt auf einmal Glowstone ein? Das möchte der Busch lieber selbst erzählen, denke ich. Genau. Glowstone ist, was Redstone angeht, ein ganz besonderer Block. Denn Glowstone verhält sich zum einen, wenn man hier ein Signal dran verlegt, so wie eine Slab, er geht nach oben. Aber wenn wir jetzt hier eins weitergehen, das Signal wird nicht nach unten, läuft nicht nach unten über einen Glowstone. Ja gut, könnte man jetzt sagen, ist genau wie eine Slab, aber Glowstone ist noch etwas ganz Besonderes, denn wenn wir hier einfach mal eine Leitung drüber legen, dann funktioniert es prima, aber wenn wir jetzt hier auf dem Glowstone beispielsweise einen Comparator platzieren wollen oder eine Redstone-Fackel. Ich klicke hier gerade wie wild drauf. Das funktioniert einfach nicht. Auf einem Glowstone kann man nur Redstone-Dust platzieren und nichts anderes. Letztlich nur die Leitung, aber sonst kein Item, das irgendwie Redstone-Signale weitergibt, abgesehen von vollständigen Blöcken natürlich wieder. Das geht natürlich auf jeden Fall. Also ihr könnt jeden vollständigen Block da drauf packen. Ihr könnt auch einen Piston, aber eben keine Comparator, keine Repeater oder ähnliches. Genau. So, dann haben wir hier dieses spannende Gebilde in der Mitte. Oder wollen wir erstmal, wir gehen erstmal hier hinter. Da haben wir nämlich nochmal eine spannende Art aufgezeigt, oder drei Arten, wie man ein Signal von unten nach oben leiten kann.
Und zwar, ihr seht, ich habe da oben überall Laternen drauf gebaut. Und es ist so, dass wir hier zum Beispiel den klassischen Torch Tower haben. Torch Tower, warum? Fackelturm. Ja, Torch, die Fackel, Tower, der Turm. Tower. Genau. So, und wenn wir jetzt den Hebel hier umlegen, jetzt muss ich gucken, ohne Fadenkreuz, dass ich den Hebel erwische. Zack. Dann seht ihr, dass sich das Signal, ich lasse den Busch mal schalten, dann seht ihr das besser, dass sich das Signal abwechselt. Warum? Wir gehen unten in den Block mit dem Redstone-Signal rein. Damit wird die erste Fackel negiert, die zweite springt an, was wieder ein Signal an den oberen Block gibt, die Fackel wird negiert und so dreht sich das immer um. Mit jedem Schritt nach oben ändert sich das Ganze. Ja, jedes Mal schalten sich jede zweite an oder jede zweite ab. Das gleiche Prinzip haben wir hier nebendran nochmal, nur ein bisschen kompakter versetzt und die beiden kann man auch gut miteinander kombinieren. Wenn man jetzt beispielsweise hier so einen Turm gebaut hat und merkt am Ende, verdammt, auf der Höhe, auf der ich ankomme, brauche ich jetzt ja gar kein Signal, das an ist oben, sondern ich brauche ja eins, das aus ist oben. Dann kombiniere ich die linke mit der rechten Variante und setze einfach hier so ein kleines Zickzack ein und schon habe ich das Signal so gewandelt, als würde ich den Turm einfach nochmal um eine Fackel erweitern. So, und hier, das ist Bushs bevorzugte Variante, Signal nach oben zu leiten. Das sieht total abgefahren aus und funktioniert vor allen Dingen auch. Das ist das, was wir vorhin schon in dem Aufbau hier drüben gesehen haben. Ich gehe nochmal ganz kurz rüber. Das war hier dieses Prinzip. Ja, das Signal kann in den nächsten Block reingehen, obwohl es eigentlich nur eine halbe Stufe ist, wird es als ganzer Block in dem Fall gesehen und das Signal geht eins nach oben. Und hier haben wir das ausgenutzt, um auf sehr charmante und optisch sehr ansprechende Weise das Signal ohne Verzögerung nach oben zu leiten. Ja, hier bei den Fackeln, da gibt es immer eine leichte Verzögerung, da ist es ein bisschen aufwendiger und es ist vor allem auch optisch weniger schön. Dafür geht das aber in einer geraden Linie nach oben. Ja, da reicht ein Block, der übereinander gesetzt ist, um das nach oben zu transportieren. Hier ist es halt so, dass wir zwei Blöcke nebeneinander haben, aber dafür ist es sehr, sehr hübsch, sehr, sehr materialsparend und es funktioniert einfach sehr, sehr schnell. Genau, hier haben wir auch nochmal den direkten Vergleich. Den Torch Tower habe ich jetzt auch mal direkt mit angeschlossen. Das sehen genau. Wir, das geht natürlich ratzfatz an. Eben hier ganz einfach das Prinzip, wie der Rouge schon sagte, eine Treppe kann es hochsteigen, also so eine Half-Step kann es hochsteigen. Deswegen können wir hier einmal zickzack hin und her gehen, denn eine Half-Slab blockiert nicht das Signal, welches dann auf den nächsten Block geht. Und das zeigen wir euch jetzt nochmal genauer. Ja, beziehungsweise eins noch schnell. Ich habe hier oben auch noch einen Hebel drauf gepflanzt, nämlich um nochmal zu veranschaulichen, das Signal geht tatsächlich einfach auch hier nicht nach unten. Ne? Ganz genau das gleiche Prinzip, was wir vorhin auch schon erklärt haben. Ich habe zwar jetzt da oben ein Energielevel gehabt, aber er ist nicht transportierbar nach unten. Genau. So, und hier haben wir jetzt eben ein Signal, welches hier über ein Eck eben eine Stufe aufsteigt. Und dieses Signal kann man eben unterbrechen. Also man kann unterbinden, dass dieses Signal hier aufsteigt, indem man einen soliden Block hier einfach draufsetzt. Zack, und das Signal ist abgekappt. Genau, hier sieht man auch, dass die Verbindung nach oben weg ist. Also ihr seht, bevor der Stein da saß, war eine, genau, da ist sie wieder, eine senkrechte Leitung nach oben zu sehen und der Block schneidet es einfach hier an der Kante quasi weg. Ja. Auch hier ist es jetzt beispielsweise, hätten wir hier eine Half-Slab, die es hochsteigen würde. Zack, das würde gehen, aber nicht, wenn eben hier ein Block sitzt. Da sieht man zwar vorher keine Leitung, aber eine Half-Slab, haben wir gelernt, kann hochgestiegen werden. Wenn wir jetzt einen anderen Block hinsetzen, wie beispielsweise Glas, welches ja auch selbst nicht von Redstone bepowert oder aktiviert werden kann, dann funktioniert das nicht. Ebenso funktioniert das auch nicht mit einer anderen Half-Slab, wie wir es ja drüben schon gesehen haben, und auch nicht mit beispielsweise Block daneben, beispielsweise Seelaternen oder mit Glowstone. Da funktioniert das alles nicht, da kann man das nicht abschneiden, dieses Signal. Auch hier wieder eine wichtige Info, wenn man größere Schaltungen baut und platzsparend baut, wie man eben möglicherweise doch noch irgendwo einen Block hinbekommt oder irgendein Signal eben bewusst vielleicht auch abkappt. Ganz, ganz wichtig für große Schaltungen. Genau. Da haben wir hier jetzt eben so für mehrere Schaltungen gibt es hier eine ganz kompakte Bauweise. Und zwar habe ich hier jetzt mal 5 Hebel, die jeweils an 5 Schaltungen angeschlossen sind. Warte mal kurz, ich setze mir mal kurz einen Block, damit ich eins nach oben komme zum Gucken. Jawohl, jetzt sehe ich nämlich alle Leitungen. Ja, jetzt aktiviere ich mal kurz den mittleren Hebel. Das seht ihr jetzt in der Mitte, geht das Redstone-Signal durch. Und das hier ist jetzt auch dadurch, dass ich abgekappt habe. Ich baue hier mal die oberste Reihe ab und ihr seht schon,
zack, wird alles verbunden hier. Verbinden sich, ne? Und das wollen wir eben nicht, deswegen setzen wir hier die Signale durch, unterbrechen wir die Signale eben durch solide Blöcke. Jetzt können wir eben jede dieser einzelnen Leitungen hier einzeln ansteuern. Es erinnert so ein bisschen an eine Leitung, die unter der Straße verlegt ist, wenn man sich so anschaut. Ja, aber genau. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich muss mich nochmal ganz langsam umdrehen. Seht ihr, der Hechti? Der steht da immer noch in der Ecke und guckt. Hechti. Na? Okay, weiter. Wie er da rumsneakt, damit man ihn nicht so sieht. Süß. Ja. Und ja, eben so kann man mehrere Leitungen ganz kompakt einfach in eine Richtung verlegen. Also mir wäre kein Weg bekannt, wie wir kompakter 5 Leitungen nach vorne legen können. Abgesehen davon, dass man natürlich eine endlose Kette aus Repeatern bauen könnte, aber das birgt natürlich diverse Nachteile. Ja, genau, natürlich kann man hier jetzt auch direkt nebeneinander mehrere Leitungen durch Repeater legen. Allerdings ist da der kleine Nachteil, wie der Husch schon sagte, die Repeater brauchen eine gewisse Zeit, um das Signal weiterzuleiten. Die mittlere reiße ich mal ab und das setze ich mal kurz durch. Das stimmt, das könnte man einsparen. Genau, allerdings kostet es trotz allem eben viel Zeit, bis natürlich funktioniert das nicht, weil... Ich wollte gerade sagen, mit einer Glowstone, mit einer Redstone-Laterne ist... So, jetzt funktioniert es. Genau. Weil wir ja direkt die bepowerten Blöcke hatten durch die Repeater, ne? Sieht man hier, vor allem wenn wir das beide mal an denselben Hebel anschließen, dann geht das natürlich bei der direkten Leitung deutlich schneller als durch die ganzen Repeater. Genau. Und manchmal kommt es ja auch nur auf ein paar Sekunden oder wenige Millisekunden an bei einer Schaltung. Ja. Beziehungsweise wir reden ja nicht von Sekunden, Millisekunden, wir reden ja von Ticks. Genau. So. Ich glaube, das war es schon wieder, was wir euch zeigen wollten. Also, ihr habt gelernt, wie man Signale nach oben bringt, ihr habt gelernt, wie man Signale nach unten bringt, wie man sie absichtlich oder unabsichtlich abschneiden kann, wie man Signale negieren kann, wisst ihr schon lange, aber auch hier haben wir diesen Effekt wieder mal genutzt, wie so oft. Wir haben gelernt, wie Half-Slaps sich auswirken auf die Veränderung von Redstone. Wir haben auch gelernt, wie man sehr dicht beieinander verlustfrei hier, also verlustfrei nicht im energetischen, sondern zeitlichen Sinne, verlustfrei Leitungen eng beieinander verlegen kann. Und das kann man ja sogar noch erweitern um einige Kanäle, wenn man möchte. Und ja, ich glaube, damit seid ihr wieder ein ganzes Stück vorwärts gekommen in den Redstone-Grundlagen. Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr so alles baut. Das heißt, nehmt euch doch gerne mal die Zeit und baut mal was Schönes aus Redstone und präsentiert uns das vielleicht in einem Livestream oder wir schauen uns das in einer Folge Redstone-Schule mal an. Wir könnten mal so ein Zuschauer-Special machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ein Zuschauer-Special Redstone-Folgen-Schule mit uns zu machen, dann baut doch einfach mal ein paar schöne Redstone-Anlagen, meldet euch bei uns und dann kommen wir zu euch und drehen mit euch gemeinsam eine Folge Redstone-Schule und machen einfach mal ja, ein Special-Video mit Schaltung unserer Zuschauer. Ansonsten war es das auch schon wieder. Und deswegen drehe ich mich mal ein bisschen, dass wir die Redstone-Schule wiedersehen. Und verabschiede mich für diese Folge. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst nicht ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren und Glocke da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Busch, schön, dass du auch wieder dabei warst. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Redstone-Schule. Donnerstags um 17.30 Uhr kommt sie immer live. Oder jeden Montagabend um 21.15 Uhr im Livestream. Oder bei allem, was so zwischendurch noch passiert. Wir sind zu finden, beide auf dem Heimat-CB CB16. Wenn ihr uns mal ansprechen wollt, auch kein Problem. Kommt einfach rum und redet mit uns. Bis dann, euer Rouge83. Und euer Busch.